Ja, Luca, erste Saison mit der TCR Germany. Du bist jetzt schon Rookie of the Year, vorschnell quasi. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist ein mega Gefühl, jetzt schon Champion zu sein, ein Rennen vor Schluss. Kann mich jetzt ganz auf die Gesamtwertung fokussieren und versuche das Wochenende nochmal richtig anzugassen. Ja, es war deine erste Saison in der TCR. Wie sind deine Erfahrungen so insgesamt gelaufen in der Saison? Man lernt viel dazu. Ich denke, wir haben in dem Starterfeld die besten Fahrer oder Tourenwagenfahrer auf der ganzen Welt. Und es ist natürlich toll, mit solchen erfahrenen Fahrern zu fighten, zu kämpfen. Und du lernst als 17-jähriger Junge natürlich immer dazu. Es geht sicherlich auch mit vielen Opfern einher. Du bist ja noch sehr jung. Wie hat sich das denn auf dein restliches Leben so ausgewirkt, die Saison? Ja, man kann eigentlich sagen, ich stelle alles hinten an für den Motorsport. Das ist ganz klar im Fokus. Ich mache nebenher noch mein Abi. Aber es bleibt natürlich wenig Zeit für Freunde, Freundinnen oder Familie. Es ist halt ja alles dem Motorsport hinten angestellt. Aber wenn man ein Ziel hat, dann denke ich, sollte man alles dafür opfern. Hier gibt es da auch Neider, da muss man sich sicherlich ein dickes Fell zulegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mir hat man früh beigebracht, Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid gibt es umsonst. Und immer wenn man vorne ist, hast du natürlich nicht nur Gönner am Rennplatz. Aber mit dem muss man lernen umzugehen. Umso früher, desto besser und ja, da kann ich auch nur vielen Dank an meinen Vater geben, der mir einfach in den Situationen enorm zur Seite steht und mir viel hilft. Ja, nächste Saison bist du wieder dabei? Genau, wir haben jetzt Ende Oktober noch die Europameisterschaft in Adria und dann geht es gleich Anfang Januar mit dem 24-Stunden-Rennen in Dubai los. Super, wir sind dabei und wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Danke, Luca. Wie steige ich hier aus? Der erste Fuß raus normalerweise. Also nicht so. Ja, aber so geht's auch.